Was geht ab, Leute? Simracer Max ist mal wieder am Start. Mal wieder, weil es, glaube ich, schon zig Monate her ist, dass ich irgendwie das Video mal gemacht habe. Außer meine Gameplay-Videos aus der GTC-Saison oder ähnliches. Da ist einiges los. Aber heute ist es wieder soweit. Ein neues Video und diesmal ein Unboxing. Denn für diese Hardware ist ein Unboxing auf jeden Fall notwendig. Es ist mit so das ziemlich geilste, was ich mir vorstellen konnte, was ich mir holen konnte für Sim Racing. Aber ich lasse dann doch mal lieber einen Schriftzug sprechen als erstes und feiere den Scheiß richtig ab. UPS, ihr seid die Besten, dass ihr es heute schon gebracht habt. Tripling bitches, hype them up, flushing pockets, but down with the fucking profit and line and signing titties and Bible flaps. I got my reasons, touring tormented genius, imported porn with your pastor. Kurz mal ausgetippt, denn wie ihr seht, Heusinkfeld oder auf Deutsch Heusinkfeld, Heusinkfeld, man weiß nicht. Holländisch, was kommt daher? Ja, okay, viele sagen jetzt wahrscheinlich Drogen oder ähnliches. Nein, als erstes kommt das daher. Guckt euch das mal an. Also, da fehlen mir echt die Worte. Wenn das nicht massiv ist, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht sieht man das ganz gut. Das müssten locker ja, ein Zentimeter dicke Aluplatte sein. Aber das war nicht das Einzige im Karton. Ich denke mal eh, die meisten wissen sowieso schon, was da drin ist. Aber für die, die es nicht wissen, packe ich das jetzt mal nach und nach aus. Hier so ein netter Flyer. How bad do you want it? Kann man vielleicht lesen. Und ja, freuen sich, dass ich quasi jetzt in der Heusinkfeld-Welt bin. Ja, hier so ein bisschen, wie man das Ganze erstmal hier so ein Zettel, was alles enthalten. Alter, jetzt kann man das nicht lesen, das ist scheißegal. Darum geht es noch nicht. Uns geht es um diesen zweiten Karton, der hier drin ist. Und der zweite Karton, Leute, er sitzt nicht nur fest, er ist auch mega schwer. Im Endeffekt geht es hier nur um einen Karton in einem Karton. Nein, Lachs beiseite. Ein USB-Kabel. Wofür braucht man ein USB-Kabel? Zig Schrauben. Eine kleine Box. In dieser Box ist ein USB-Controller. Da kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Sämtliche Anschlüsse. Aber wir graben tiefer. Wir graben tiefer und tiefer. Und sehen dann hier, oh, schick, schick. Direkt schon das passende Werkzeug dabei. Also braucht ihr nichts parat zu legen. Oh, und jetzt kommt es, Leute. Jetzt kommt es. Was zur Hölle ist das? Kann man es erkennen? Ich glaube, man kann es erkennen. Verdammt, verdammt, verdammt geile Pedal. Kupplungspedal. Dazu aber gleich mehr. Dann Brackets zum Anpassen des Winkels. Was man an dem Pedal selber aber auch nochmal machen kann. Also keine Sorgen. Ein Gaspedal. Viele sagen ja, das Bremspedal ist das Wichtigste. Eindeutig nicht, denn wir müssen Gas geben. Und jetzt trotzdem, auch wenn ich sage, es ist nicht das wichtigste Pedal, aber ein verdammt geiles Pedal ist es. Und zwar das Bremspedal.
Und was soll ich da noch zu sagen? Es ist verdammt hart. Man sieht schon, die Elastomere können sich so ein bisschen eindrücken. Aber richtig, richtig geil. Ja, kommen wir doch gleich mal als erstes zur Verarbeitungsqualität. Das ist auf jeden Fall das Geld wert. Man kann es echt nicht so gut, glaube ich, im Video sehen. Nee, ich glaube nicht. Sämtliche Kanten abgekantet. Ja. Meine Zunge ist nicht geschnitten. Einfach nur geil. Nur geil. Sorry für den Ausdruck, aber der passt hier nun mal. Denn ich glaube, außer die Ultimates, wenn wir die mal außen vor lassen, sind das schon mit die geilsten Pedale, die es für Simracing gibt. Mehr ist hier auch gar nicht enthalten. Was heißt, mehr ist nicht enthalten? Das ist weitaus mehr als bei sämtlichen anderen Herstellern meistens. Karton packe ich mal weg. Knister, knister, knister. So. Ich nehme mal gerade hier den Untersetzer weg. Untersetzer, wer braucht denn sowas? Wir brauchen hier nur. Kurz das an die Seite machen. Wir brauchen hier nur drei Pedale. Schön aufgereiht. Und schön engineered. Würde ich es mal nennen. Wenn man jetzt schon hier packt, ne, das ist noch nicht mal die härteste Stufe. Und, oh, alter Verwalter, da freue ich mich doch mal drauf nachher. Das in meinen Rig einzubauen. Aber grundlegend, diese drei Pedalen, Heusinkwelt Pro Pedals, wer es noch nicht bis jetzt erkannt hat, sind das. Heusinkwelt, ja, ist eine holländische Firma, so wie ich das Gedächtnis habe. Jedenfalls kam das Paket aus Holland und hört sich auch sehr holländisch an. Machen echt richtig geilen Scheiß. Also auf der Zoom Racing Expo letztes Jahr habe ich die Pedalen schon gesehen, getestet, die Ultimates getestet. dann habe ich die Handbremse getestet. Genau, die Handbremse. Richtig geil. Und der sequentielle Shifter. Also wenn man den erstmal sieht, wie klein er gebaut ist, denkt man erstmal, das kann ja nichts werden. Aber richtig schön knackig. Also die Jungs wissen, was sie da tun. Und an den Pedalen kann man das, glaube ich, schon mehr als sehen. Wie gesagt, dazu kam hier so ein kleines Tütchen mit verschiedensten Elastomeren, Spacern, also die schwarzen hier, ich hole mal raus. Der schwarze ist einfach nur harter Kunststoff. Da geht nichts, was man da eindrücken kann. Also das ist wirklich quasi nur ein Spacer, komplett hart. Kann man hier in die Bremse einbauen, komme ich aber später noch dazu. Kleinere Spacer, was ich richtig cool finde, gerade ja schon kurz angesprochen habe, sämtliches Werkzeug, was man benötigt, ist schon dabei. Hier solche Schraubenschlüssel, die glaube ich auch CNC gefräst sind. Da kommen wir gleich auch noch mal zu. Ah, komm schon, nochmal Schraubenschlüssel. Und noch mehr Schraubenschlüssel, also Imbusschlüssel. Naja. So, und ein Erdungskabel, so wie ich das sehe, ja. Falls man ja mit einem, bei Direct Drive, wie jetzt passiert das ja ganz schnell, dass dort Fehlströme entstehen oder ähnliches und dann Pedalen betätigt werden, die man eigentlich nicht betätigen möchte oder Ähnliches passiert dann und da kann man das dann erden am Rig. Wie gesagt, dieses USB-Board ist dabei. Das USB-Board hat hier drei, ja, sieht so ein bisschen ISDN-Stecker-mäßig aus, ist es aber nicht ganz, aber so vom Steckertyp ähnlich. Buchsen, damit man die einfach dort reinstecken kann, ist auch nicht beschriftet, was für was ist, also was jetzt hier Gas oder so ist, aber auch egal. Hier oben sind nochmal, lasst mich gucken, drei Pins,
Ja, drei Inputs für analoge Achsen. Hier könnte man nochmal theoretisch analoge Achsen anschließen, wenn man das möchte. Hier oben drüber, das ist auch sehr geil, kann man nochmal 12 Buttons anschließen. Falls man noch keine Buttonbox oder ähnliches hat, kann man die auch gleichzeitig hier anschließen, die dann auch mit passenden Steckern oder ja, Steckern versehen sind oder Kontakten, wo man diese Jumperkabel, ich nenne sie jetzt einfach mal Jumperkabel aus dem Mainboard-Bereich, kennt jeder wahrscheinlich, die man draufsetzen muss, um zum Beispiel den Power- und Reset-Knopf und so aufs Mainboard zu stecken. Das sind die gleichen Stecker oder Pins und dann kann man das ganz leicht verkabeln theoretisch. Ich habe schon eine Buttonbox, deswegen ist es egal, aber ist cool zu wissen, dass das geht. Hier noch einen Firmware-Reset-Knopf und den USB-Anschluss. Da ist auch schon das passende USB-Kabel dabei. Ich muss mal gucken, ob das lang genug bei mir ist. Weiter geht's mit der Baseplate. Hatte ich ja gerade schon mal vorhin schon mal in die Kamera gehalten. Super massiv. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die benutzen werde, da ich mir eigentlich schon was anderes überlegt habe im Vorfeld, aber mal schauen. Darauf können dann diese Brackets, wenn ich, beziehungsweise die Brackets halten, die Baseplate, wenn ich da jetzt richtig, ja, ich denke schon, damit kann man quasi die ganzen Pedalen oder die ganze Baseplate anschrägen. Entschuldigung, bin noch leicht erkältet, also seht es mir nach, wenn ich ein bisschen nasal klinge. Ja, auf jeden Fall, damit kann man das anschrägen. Dafür sind auch 4 Stück dabei. So, was ich gerade noch ganz vergessen habe, 4 Stück, kann man glaube ich sehen, was ich gerade noch ganz vergessen habe, also dieses Erdungskabel, ja, natürlich ist zu dem Spacer, zu den schwarzen Spacern, wovon wir jetzt, ich packe sie jetzt einfach mal alle aus, so, 3 große, 3 kleine Spacer, hier so glitzekleine Dinger, ganz süße Dinger, noch ein weißer Fibo, ein Elastomer, die müssten, ich weiß gar nicht, die weißen haben die 60 oder 70 Shore, das ist ja der Härtegrad, haben. Und ja, die noch hier tausende Schrauben halt zum Anschließen, also zum Befestigen der, einfach, was soll ich dazu sagen, Leute? Das sind 5 Milliarden Schrauben mit 80 Trillionen Muttern und Unterlegscheiben. Ich brauche ja nicht durchzählen. Es sind blau viele und es ist richtig geil, dass sie einfach alles mitliefern. Wie oft hat man sonst da schon gesessen und musste nochmal irgendwie zum Baumarkt, aber im Baumarkt hat dann wieder nicht alle Schrauben gerissen. Und im Endeffekt ist man mega angepisst, weil man es heute doch nicht machen kann, was man eigentlich vorhatte. Und egal, hier passiert es wohl nicht, denn ich glaube, da soll die sämtlichen Schraubengrößen dabei sein, die man benötigt. Das ist erstmal so alles. Ich lege meine Schrauben noch hier vorne hin. Ich lege es mal hier hin. Ja. Das ist auf jeden Fall alles, was da drin ist. Alles hat seine Berechtigung, doch diese drei Dinger haben auf jeden Fall jetzt Vorrang. Deswegen räume ich jetzt mal alles an die Seite. Das hier noch. Wie gesagt, die ganzen, das ist einfach auch alles dabei. Es ist einfach wunderschön. Wunderschön. Aber ich meine, wir sind Racer, wir sollten ja auch ein bisschen Werkzeug zu Hause haben. Das sollte ja nicht das Problem sein, aber ja, vielleicht gibt es ja auch Leute, die es nicht haben. Für die ist das alles dabei. Gut, gucken wir uns jetzt nochmal, bevor ich gleich im Detail auf sämtliche Pedale eingehe und auf Verstellmöglichkeiten, wie man es verstellt und. Gucken wir uns doch nochmal die drei Pedale an. Zuerst mal sieht man alles, das müsste so Stahl,
Ja, so Stainless Steel müsste das alles hier sein. Super massiv, wie gesagt, sämtliche Kanten total, also alles abgekantet, entgratet. Heißt das entgratet? Ich weiß es doch nicht. Ich fahre doch durch. Leute, seht es mir nach. Ich finde es einfach nur geil. Und hier nochmal kurz zum Kupplungspedal. Dieser Mechanismus ist so Porno. Man drückt, zack, ist es ganz leicht. Kann super die Kupplung einfach halten. Und wenn man es loslässt, schnallt das zurück. Kann man auch noch alles einstellen in der Härte und dies, das, jenes. Wie gesagt, da kommen wir nachher dazu. Überall diese schönen Kabel. Richtig geil. Alles mit einer Loadzelle. Hier unten sieht man die vielleicht. Läuft hier einmal unten lang. Alles mit einer Loadzelle gelöst. Nicht nur die Bremse, sondern auch das Gaspedal und die Kupplung. Jetzt werdet ihr fragen, warum Loadzelle im Gas und im Kupplungspedal. Erstens, weil sie es können. Zweitens, weil es einfach schön keinerlei Verschleiß hat. Ein Poti ist nun mal ein Schleifkontakt, der irgendwann sich verschleißt. Gibt es hier nicht. Gibt es hier. Sie kann kaputt gehen, okay. Alles kann kaputt gehen, Leute. Das denke ich aber trotzdem geht hier nicht kaputt. Das ist einfach super massiv. Überall diese schönen Spacer dazwischen, um den Abstand zu halten. Richtig geil. Auch hier diese, ich weiß gar nicht, aus welchem Material das ist. Ist das Messing? Sieht man das da vielleicht hier vorne? Diese Buchsen, wo das Pedal dann drüber läuft. Auch hier klemmt nichts. Es ist alles super freigängig, obwohl ich kann es nicht beschreiben, Leute. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach so schön. Es ist so schön. Na gut. Gucken wir uns mal an. Stell dir mal die Seite. Hier jetzt nochmal das Bremspedal. Auch ein super intelligenter Mechanismus. Mit der Loadzelle, wo dieser ganze hintere Teil hier. Was so sieht, dieses hier, was hier runter geht, ist komplett frei. Also das ist nicht verbunden mit diesem Part hier. Nee, nee, das ist frei, weil sobald ich hier drauf drücke, drücke ich diesen Part runter und verbiege quasi die Loadzelle, die hier unten drin ist. Und was ist auf der Loadzelle? Oh, schön drauf. Hm. Das ist eine Marvin-Loadzelle. 60 Kilo, ne? 60 Kilo. Das können wir machen. Ja, auf jeden Fall nur die Loadzelle ist halt hier unten festgeschraubt an dem vorderen Teil und oben nochmal festgeschraubt an dem hinteren Teil. Und sobald ich hier jetzt drauf drücke, drücke ich quasi die Loadzelle, verbiege ich die so. Ja, ihr versteht es schon. Ne? Ihr versteht es. Ihr seid doch keine Dummen. Ihr versteht das schon. Weiter geht's zum Gaspedal nochmal. Ebenfalls Loadzelle unten dran. Alles. Ja, was will man dazu sagen? Hier kann man noch die Vorspannung einstellen. Aber wie gesagt, da kommen wir alles nachher noch zu separat. Grundlegend ging es ja hier nur ums Unboxing. Und ich denke, man hat schon gesehen, was alles dabei ist. Dass die Qualität mega geil ist. Ich sage heute schon die ganze Zeit geil, aber in diesem Video, aber es ist nun mal so, also ich das hier ins Licht halte, ne, das ist. Was willst du dazu sagen? Was willst du dazu sagen? Also, da ist es kein Wunder, dass diese Pedale einfach bei den meisten Simracern zu Hause sind oder die größeren Ultimates, die waren mir doch ein bisschen oben drüber, ne? Also haben ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Aber hey, ihr habt meine Krücken gesehen, ich komme von der Flassmaster T500 auf das jetzt. Das T500, also kurz Update, gibt es auch nicht mehr. Ist weg. Komme ich aber auch nochmal in einem separaten Video dazu. Generell ist mein Rig jetzt ein bisschen anders. Aber wie gesagt, da gehe ich nochmal in einem separaten Video drauf ein. Hier soll es ja nur um das Unboxing der Pedale gehen. Die sind geunboxed. Alles ist eigentlich gezeigt. Die Funktion der drei Pedale, was man dran einstellen kann, etc.
PP gehe ich gleich, also in separaten Videos besser gesagt, ich mache es gleich, aber es gibt separate Videos, gehe ich separat nochmal drauf ein. Oder vielleicht mache ich es morgen, ich weiß auch nicht. Ich gucke mal. Gehe ich nochmal separat drauf ein. Und ich denke, das ist eigentlich erstmal grob gesehen alles gesagt. Ich freue mich drauf, euch noch in den anderen Videos dann zu zeigen, was so besonders geil auch noch an dem Pedal ist, außer diese ganze Verarbeitung, worüber ich jetzt schon die ganze Zeit schwärme. Ist auch nochmal alles CNC gefräst. Alles. Also man sieht es auch so an ein paar Stellen, also das kann ich jetzt schlecht in der Kamera zeigen, weil die blöde Kamera den Autofokus nicht machen möchte heute. Alles hier rundherum CNC gefräst und total geil. Richtig, richtig geiler Shit. Muss man schon sagen. Also oh. Mir fällt mir eigentlich dazu gerade gar nicht mehr ein. Ihr habt gesehen, alles dabei. Zum Einstellen, wie gesagt, mache ich gleich morgen. Ihr seht es eh in einem separaten Video. Ich kann es egal sein, wann ich es mache. Ein separates Video jeweils, wo ich nochmal drauf eingehe, wie man hier hardwaremäßig alles einstellen kann. Softwaremäßig kann man ja noch alles auch nochmal einstellen. Und am Rig, wie man es aufbaut, kann man ja auch nochmal alles einstellen. Leute, wann soll ich damit fertig werden? Alles Einstellerei. Nee, richtig geil. Also wer da nicht seine Position dann findet, wie er am liebsten mit den Pedalen fährt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. So, also wie gesagt, jetzt ist erstmal Schluss hier und schaut die separaten Videos dann an, sobald sie online sind. Vielleicht werden sie direkt danach online sein, ich weiß es noch gar nicht. Das muss ich mir alles noch ausdenken. Aber ja, das Video hat hier erstmal ein Ende und ich finde sie so geil. Gut, dann würde ich erstmal sagen, man sieht sich, vielleicht auch auf der Strecke, ansonsten in den anderen Videos. Bis dann.